Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und genau aus dem Grund schalten wir heute zum ersten XCG.de Stammtischreit nach Traunstein zum Jonas Doppler. Servus, Jonas. Hallo, servus. Der sitzt da schon auf seinem Rad und ist bereit, denn es geht gleich los. Wir sind ein bisschen spät dran. Und in einer Minute startet im Endeffekt der Ride auf Ruby, einer Plattform, wo man sozusagen virtuell gegeneinander antreten kann. Das wird jetzt heute, denke ich mir, kein Rennen werden, sondern einfach nur eine Trainingseinheit, eine lockere Trainingseinheit mit ein bisschen Talk. Und ich hoffe, dass wir jetzt da gleich mal uns einloggen können. Es sind schon ein paar in der Startliste. Scheiß bloß. Ah ja, jetzt läuft der Countdown. Das heißt, wir können da rein. Und dann werden wir gleich mal darüber schalten in Richtung Ruby und dann fangen wir auch gleich noch an mit dem Talk. Ja, also Jonas, Schulter ausgekugelt war die Meldung. Was ist passiert? Ja, wir waren langlaufen auf der Winklibusalm und wollten da ganz normale, gemütliche, lange Tour machen. Und ich bin unspektakulär gestürzt. Also einfach nur beim Abschwingen ausgerutscht, weil es in der Früh eisig war und bin halt so unglücklich gefallen, dass mir leider die Schulter ausgekugelt hat. Genau, und hab dann eben, hat ein bisschen gedauert leider, bis mir die dann wieder einer reponiert hat und hab mir leider da das Labrum abgerissen und deswegen hat das operiert werden müssen. Genau. War es ein größerer Eingriff, kleiner Eingriff? Ja, das ist ein arthroskopischer Eingriff und das ist im Endeffekt keine große Sache. Also so eine Bankart-Läsion, das gibt's. Das ist eine Standardoperation, sage ich mal, an der Schulter. Aber trotzdem, für mich ist natürlich schon eine größere Sache, weil das natürlich jetzt schon auch Wochen und Monate dauert, bis ich wieder von der Schulter voll beweglich bin und auch dann wieder einsatzbereit. Das ist im Endeffekt auch der Grund, warum du jetzt nicht draußen viel rumfährst auf der Straße, weil einfach das Risiko zu groß ist oder dass was passiert. Genau, am Anfang war ja da die Bewegung von der linken Schulter noch viel eingeschränkter. Jetzt kann ich da schon wieder einigermaßen normal aufs Radl hocken, sodass man jetzt nicht mehr so viel ansieht. Aber die linke Schulter ist einfach ja noch überhaupt nicht beweglich und auch überhaupt noch nicht irgendwie einsatzbereit, dass ich jetzt da irgendwie besonders drücken oder ziehen könnte. Und deswegen ist jetzt im Moment die Rolle eher angesagt. Und jetzt kommt natürlich noch das Corona-Thema dazu. Deswegen war ich sozusagen aus doppelter Hinsicht jetzt hat an die Rolle gebunden. Du hast gesagt, das dauert einige Zeit. Wie lange wird es dauern, bis du wieder ganz normal trainieren kannst? Also momentan ist ja nicht so tragisch, weil wir im April ja im Übergangsmonat sind. Genau, es ist halt, geht halt jetzt so stufenweise, wie gesagt, zur Rolle und aufs Rad, das geht natürlich sehr schnell wieder. Jetzt habe ich angefangen, aufs Laufband zu gehen und einfach ganz steil das Laufband zu stellen. Also mehr oder weniger virtuell ins Berg gehen bei 20% Steigung, sage ich mal, und dafür wenig Geschwindigkeit. Und da steigere ich mich jetzt ganz schön langsam, sage ich mal, dass ich immer schneller laufe und mit weniger Steigung. Da kann man ja am Laufband bestimmt steigern. Genau, und das mache ich im Moment, bis dann mal wieder wirkliches Skirollen mit auch Schub möglich ist. Das wird sicher noch 1,5-2 Monate dauern. Aber sag jetzt mal, ja. Das war ja eh normal, sage ich mal, dass man dann in die Zeit wieder einsteigt, oder? Ja gut, also die letzten Jahre sind wir ab Mai eigentlich schon auch wieder gerollert. Okay. Auch wenn es am Anfang natürlich das Rollertraining vielleicht nicht jetzt im Vordergrund steht, aber es ist auf jeden Fall schon ein Einschnitt, weil man ja dann auch wieder anfangen muss, ja, diese Schulter zu kräftigen und so weiter. Also man kann ja da nicht gleich wieder so schieben, wie man das gewohnt ist. Ja.
Was natürlich auch weggefallen ist, aber das ist für alle weggefallen, ist die Schneeverlängerung. Du hast es angesprochen, aufgrund des Coronavirus. Inwiefern, ja, ich sage jetzt mal, beeinflusst es eure Vorbereitung auf die, ja, Heimweltmeisterschaften in Oberstdorf nächsten Winter? Bitte, jetzt habe ich dich nicht verstanden, das letzte. Inwiefern beeinflusst es eure Vorbereitung auf die Heim-WM in Oberstdorf? Ja, wir wären, also wie gesagt, bei mir hat es immer jetzt zwei Gründe. Nicht nur das Corona, sondern eben auch meine Schulter. Wir hätten es geplant gehabt, eben auch nach Norwegen nochmal zu fliegen. Jetzt wäre das gewesen, nächste Woche. Das fällt natürlich jetzt bei mir aus, wie gesagt, aus beiden Gründen flach. Genau, ich meine, das ist natürlich jetzt nicht optimal. Wir hätten es gern anders gehabt, aber ich denke jetzt nicht, dass man da schon sagen kann, dass jetzt das die WM-Vorbereitung beeinflusst ist. Da müssen sich andere, also alle müssen sich jetzt da ein bisschen umstellen. Und ja, was die WM-Vorbereitung beeinflussen könnte, das ist dann das, was eigentlich noch in der Zukunft liegt, weil man jetzt auch noch nicht weiß, wie es auch im Herbst und so ausschaut, ja, mit der Corona-Lage und wie man da sich vorbereiten kann. Da wird es dann schon interessanter, denke ich mal. Also sprich auch Vorbereitungslehrgänge mit der Mannschaft, Testwettkämpfe und ja, genau, theoretisch, wenn man Pierre Menerel hört, den FIS-WM-Direktor für Skilanglauf, könnte es ja noch Einfluss haben auf den Weltcup dann. Genau, und dann, da würde ich sagen, hat es dann auch Einfluss auf die WM-Vorbereitung. Aber jetzt, zum Stand jetzt, würde ich sagen, sind die Auswirkungen da für uns noch gering. Okay. Ja, wie kriegst du es insgesamt mit, die Ausgangsbeschränkung, ja, die Situation für Sportler? Wie ist die Stimmung? Ja, also es ist für uns, muss man sagen, gut, wie gesagt, ich kann immer nur das Gleiche sagen, bei mir hat sich jetzt am allerwenigsten geändert, weil ich jetzt eh ausgefallen bin und eh auch ohne Corona jetzt heimblieben wäre. Was ich so mitgekriegt habe, ist es für einen Wintersportler, denke ich mal, der darf sich jetzt da nicht beschweren, weil wir sind da jetzt keine Leidtragenden irgendwie von dieser Corona-Krise. Leidtragende sind ganz andere, wenn man Nachrichten liest und hört, ja, was so abgeht, dann glaube ich, braucht man sich da als Sportler jetzt kein Drama machen, dass man vielleicht mal nicht in der Gruppe trainieren kann. Und also ich denke, die Auswirkungen... Wir haben in Deutschland einen großen Vorteil im Vergleich zu Italien zum Beispiel, wir dürfen ja noch raus. Genau, also wir dürfen eh, genau wie in Spanien, Italien, die dürfen ja nicht einmal zum Sport raus, was man so sieht und hört von anderen. Und deswegen sind bei uns, wenn man es vernünftig macht, die Auswirkungen wirklich sehr gering im Moment, würde ich sagen. Ja. Und absolut verkraftbar, im Angesicht dessen, was einfach passiert. Werfen wir noch, oh, jetzt geht es gleich in den ersten Anstieg. Ja. Jetzt können wir mit den Fragen ein bisschen schwieriger zu Rande kommen. Aber vielleicht für dich die Frage, beziehungsweise den Blick zurück auf die vergangene Saison. Ich habe mir hier einen Top-10-Platz in Davos notiert. Das ist das zweitbeste Ergebnis im Weltcup, das du je erlaufen hast. Das Beste in einem Einzelstart. Wie bist du zufrieden mit der vergangenen Saison? Ja, also insgesamt, es war Licht und Schatten, würde ich jetzt mal so sagen, auch wenn es ein Rasenpreschen ist. Ich bin natürlich mit diesen einzelnen Platzierungen sehr zufrieden und vor allem eben mit dem, wie du gesagt hast, dem Top 10 in Davos, mit dem Burlon, mit dem 11. in Oberstdorf. Das waren natürlich absolute Highlights für mich in der Saison und ja, die motivieren natürlich und die machen Lust auf mehr und da will ich eigentlich auch hin, aber über die ganze Saison ist mir das natürlich viel zu unkonstant irgendwie aufgegangen. Also mit der kompletten Saison, wie sie jetzt halt in der Gesamtheit dasteht, bin ich deswegen auch nicht 100% zufrieden. Ihr habt ja im Endeffekt dann nach Oberstdorf eine
Pause, Weltcup-Pause eingelegt, um zu trainieren und ja, um die Vorbereitung auf die WM zu simulieren. Wie hat das aus deiner Sicht funktioniert? Ja, das war die Strategie eben, um dann nochmal mehr trainieren zu können. Auch schon im Hinblick, sage ich mal, auf nächste Saison, dass man auch in der Saison sozusagen viel trainiert, dass man nicht so komplett leer und platt auch am Ende rausgeht, sondern dass man auch im Sinne schon für die nächste WM-Saison vielleicht ein bisschen besser aufgestellt ist, mit einem besseren Niveau wieder einsteigen kann. Deswegen war das unsere Strategie. Für mich persönlich war es wichtig, dass man da vielleicht ein paar Sachen ausprobieren hat können. Auch für nächstes Jahr, wie viele Umfänge man dann da in der Saison verkraftet. Genau, aber so hundertprozentig aufgegangen, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es jetzt halt nicht. Dann haben wir uns da schon in Oslo und in Lahti ich persönlich auch mehr erwartet dann. Die Rennen hat jetzt hier ja sozusagen als WM-Simulation auf dem Programm. Ja, Top 30 Platzierungen für dich. Das heißt, da hättest du schon mehr erhofft dann. Genau, vor allem wollten wir da genau das, wie gesagt, simulieren und wollten da auch unsere besten Ergebnisse im Jahr halt auch bringen. Und bei mir, ja, sieht man, dass das dann auch nicht die besten Ergebnisse im Jahr waren. Genau. Deswegen ist die Strategie nicht hundertprozentig aufgegangen, aber natürlich war es trotzdem wichtig, weil man davon halt im nächsten Jahr dann lernen kann. Das heißt, im nächsten Winter dürfen wir uns vielleicht auf eine ähnlich lange Pause vor der WM einstellen, oder wie schaut das aus? Das steht noch nicht fest, aber also auf jeden Fall werde ich nächstes Jahr meine Vorbereitung halt anpassen und nicht mehr genau die gleiche Vorbereitung machen wie dieses Jahr auf jeden Fall. Also da wird sich auf jeden Fall wird es angepasst werden, ja, damit man es dann wirklich bei der Heim-WM am fittesten dasteht und die absolute Topform halt erreicht. Die dann genauso lang ist, ja. Das muss man dann sehen, ja. Die Heim-WM steht über allem im Endeffekt. Ja, was sind deine Gedanken zur Heim-WM? Ist es Druck? Ist es Motivation? Ist es beides? Wie siehst du es? Es ist eigentlich nur Motivation im Moment für mich. Also ich spüre da ganz ehrlich gesagt keinen besonderen Druck. Ich kann jetzt nicht, ich spüre jetzt nicht, dass an uns als Langlaufteam so überhöhte Erwartungen da herangetragen werden. Also ich denke, wir können eigentlich befreiter auflaufen und das genießen. Und ja, ich hoffe, dass sich bis dahin alles normalisiert hat, was die Corona-Krise angeht und dass wir da halt diese Langlauf-Festspiele da dann auch erleben können, wie wir sie alle erwarten, sage ich mal. Also das heißt, hier geht es davon aus, dass es Langlauf-Festspiele werden, so wie 2005. Ja, im Moment hoffe ich das natürlich schon noch, ja, und ich glaube da auch noch dran. Ja. Und wenn man mal so auf die Fans blickt, ihr habt es jetzt in die WM-Generalprobe in Oberstdorf erlebt. Ja, wird das ein Langlauffest? Sind die Deutschen noch so langlaufverrückt, wie sie es 2005 waren? Also ich war 2005 nur vom Fernseher dabei. Ich habe da jetzt keine so exakten Erinnerungen mehr, dass ich es so vergleichen könnte. Aber also die vergangenen Weltcups immer in Oberstdorf, die haben auf jeden Fall da schon immer positiv gestimmt. Ich finde, das war schon immer gut besucht und die Stimmung war schon immer gut. Also da ist schon alles angerichtet, sage ich mal, dass das eine schöne Heim-WM wird. Wenn man direkt in deine Familie schaut, wie sehen die das? Sind die froh, mal dabei sein zu können vor Ort oder beziehungsweise keine so weite Anreise zu haben? Ja, also vor Freunden und Familie gehe ich schon davon aus, dass ich auch da einen kleinen Fanclub dabei haben werde. Aber das ist auch, wie gesagt, es waren ja schon Rennen auch in der Umgebung,
wo ich schon auch Freunde und Familie am Start gehabt habe. Also die werden es sicher auch nutzen. Ja, man kennt natürlich auch noch viel mehr dann von früher, die da an der Strecke stehen. Alte Bekannte und so weiter, das ist schon was Besonderes, aber genau. Also ihr hört, ihr freut euch drauf. Genau. Ja. Die Strecken sind dann einmal geändert worden hin zu der Vor-WM, sage ich jetzt mal. Wie findest du die neuen Streckenabschnitte? Es sind ja nicht ganz neu, sind ja bloß kleinere Modifikationen gemacht worden. Ja, wir haben sie jetzt halt schon die Ehre gehabt, beim Duathlon dieses Jahr im Weltcup, dass wir sie zumindest einen Teil austesten. Ja, und sie sind auf jeden Fall schon richtig, richtig anspruchsvoll. Ich muss schon sagen, die verlangen einem alles ab, diese Strecken. Und ja, ich würde eigentlich fast sagen, dass das die härtesten Strecken sind, die ich bis jetzt in meiner Langlaufkarriere gesehen habe. Aber ja, und deswegen wird ja, beim Wettkampf in Oberstdorf bin ich beim Duathlon damit zurechtkommen. Aber ja, muss man sich schon auch speziell auf diese langen und harten und steilen Anstiege vorbereiten, denke ich. Ja, ja. Habt ihr ja dann im Endeffekt auch versucht, sage ich jetzt einmal, im Trainingslager danach da viel zu trainieren und auch die deutsche Meisterschaft dort zu absolvieren? Also was Erfahrungen auf der Strecke betrifft, habt ihr einen kleinen Vorteil, oder? Genau, das haben wir versucht. Der Vorteil ist, wenn man ehrlich ist, der Vorteil minimal, aber trotzdem ist natürlich für uns, dann, wenn wir da die Heim-WM haben, dann versuchen wir auch den Minivorteil auszunutzen. Genau, und haben da versucht, ich meine, es sind auch viele Abfahrten und so weiter drin und da schadet es nicht, wenn man schon ein paar Stunden mehr mit den Strecken dann absolviert hat. Intensive Trainingseinheiten mehr vielleicht gemacht hat wie alle anderen Nationen. Das kann nur ein Vorteil sein. Vorteil vielleicht auch gegenüber den beiden überlegenen Nationen aktuell, Norwegen und Russland. Wie siehst du diese Überlegenheit der beiden Nationen? Ja, also da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Das sind die ganz klar stärksten Nationen im Moment im Langlauf-Weltcup. Und das wird auch nächstes Jahr, wird das auch im Schnur sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Genau für uns, wie gesagt, ich meine, das ist auch nichts Neues. Wir versuchen als Mannschaft, jetzt als Herrenteam, da den dritten Spot sozusagen anzugreifen. Russland und Norwegen, es werden auch nächstes Jahr in der Staffel für uns, wenn alles normal läuft, eigentlich unschlagbar sein. Genau, aber das Gute ist, dass in der Staffel 3 Podestplätze gibt und wir versuchen, um diesen dritten Platz zusammen mitzukämpfen. Und auch da muss alles zusammenpassen und auch da muss alles stimmen und auch da gibt es genügend andere extrem starke Nationen, die da mitkämpfen, aber der ist auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, ist dieser dritte Platz halt angreifbar für uns. Das wäre natürlich wünschenswert, beziehungsweise für die Fans eine coole Geschichte. Der Langlauf hat einen schweren Stand momentan gegen Sportarten wie Biathlon, Skispringen. Was muss passieren im Langlauf, damit man da wieder mithalten kann? Sind das einzig die Erfolge der Athleten oder kann man vielleicht auch anhand der Wettkampfformate was machen? Es ist beides, ist eine Mischung aus allem. Wäre es für uns gut, als Langlaufteam, wir hätten wieder wie zu früheren Zeiten halt jemanden, der immer konstant aufs Podest laufen kann. Haben wir im Moment, deswegen sind wir da auch ein bisschen aus dem Fokus rausgerückt. Ich denke, es ist ganz normal, aber man könnte natürlich auch, wie du gesagt hast, über
neue Wettkampfformate nachdenken. Jetzt hätten wir in Kenmore, der leider ausgefallen, aber da hätten sie eine Mixteam-Staffel ausprobiert auf Weltcup-Ebene. Und ich denke, ja, da, das ist absolut die richtige Richtung, dass man auch interessante Formate mehr etabliert. Genau. Und sag ich mal, wegkommt von den 50 Kilometer Einzelstartrennen einfach zu moderneren Formaten. Ja. Und ich denke, beides zusammen, ja, wird uns dann auch wieder den Ticken mehr Aufmerksamkeit vielleicht verschaffen, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Was wir uns natürlich alle für die Sportart, die wir so lieben, Skilanglauf wünschen würden. Ja, ich merke schon, es sind ein paar steilere Anstiege in der Strecke. Es wird eine anstrengende Geschichte. Du hast da schon einen Begleiter gefunden, den Sandro bzw. genau. Sascha. Der ist aus unserem Skimarathon-Team. Also von dem her, und im Triathlon unterwegs, also von dem her, der ist fit. Von dem her würde ich sagen, wir beenden den Livestream hier mal an der Stelle. Ihr könnt natürlich, oder ihr sollt natürlich weiterfahren, die Trainingseinheit. Und ja, danke für das Gespräch, Jonas Dobler. Gute Besserung, schnelle Genesung und dann schauen wir uns hoffentlich wieder. Ja, ich bin ein bisschen weit hinten. Du bist 800 Meter hinter uns. Ja. Also, aber ich habe gerade drei Sachen gleichzeitig, auf die ich mich konzentrieren muss. Okay, also danke dir. Ja, und wir hören uns demnächst wieder, hoffentlich vor Ort dann irgendwo bei der ZLK oder sonst wo. Sofern Corona bis dahin überwunden ist. Danke dir, bis dann, servus. Danke, ciao.